Groß, größer Jannik Könnecke. Wenn dieser Riese irgendwo auftaucht, dann fühlt sich der Rest wie im Zwergenland. Der Blick immer nach oben gerichtet. Doch was, wenn wir die Perspektive einmal umdrehen? Wir sehen Janniks Alltag mit seinen Augen. Bei sich zu Hause? Beim Sport? Bei der Arbeit und beim Einkaufen? Bisschen Staub. Wie anders ganz alltägliche Dinge für den größten Deutschen aussehen, haben wir uns einmal genauer angeschaut. Point of View, das ist die Welt aus deiner Sicht. Wir sind in Lohnde bei Hannover. Hier sind wir mit dem größten Deutschen verabredet. Moin. Hi. Na, alles gut? Krass, er kann uns ja gar nicht sehen. Schon in seiner Wohnung wird uns klar, Janniks Welt ist nicht ganz wie unsere. Oh, oh nein. Wenn du es hinkriegst, kann man dir helfen. Ich komme nicht ran. Warte. Ja, ist halt ein bisschen höher angebracht, ne? Die Garderobe passt, aber mit den Türrahmen ist das so eine Sache. Immer bücken, sonst Beule. In dieser Dreizimmerwohnung lebt der 22-Jährige zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester. Wir staunen, auch seine Mutter misst stattliche 1,93 Meter. Meine Tochter Jessica, die ist 1,90 Meter. Von Jannik, der Uropa, von Vaters Seite, der ist 2,02 Meter gewesen. Mein Bruder, der ist 1,98 Meter. Mein Vater ist auch 1,98 Meter. Große Familie bedeutet bei Jannik also nicht viele, sondern riesig. Doch Jannik kommt damit als Kind nicht klar, vor allem während seiner Schulzeit. Ja, der Kampf, der ging so eigentlich so die ganze Pubertätzeit, so 4-5 Jahre, wurde immer extremer. Also er hat sich immer Jahr für Jahr immer mehr zurückgezogen. Also er hat auch nie eine Pause gehabt vom Wachstumsschub. Er ist immer gewachsen. Mit weit über 2 Metern hat er sich in der Schule dann so unwohl gefühlt, dass er gar nicht mehr hinging. Wegen der vielen Fehltage musste er damals sogar Sozialstunden ableisten. Dann habe ich einfach gesagt, so, ich mach dicht, ich bleib nur noch zu Hause und trenne mich so ein bisschen von der Außenwelt ab. Eine schwierige Zeit für die ganze Familie. Jannik möchte uns sein Zimmer zeigen, was sofort auffällt, das Bett. Passt, würde ich sagen. Unsere Redakteurin wirkt winzig in dem 2,40 Meter Bett. Das ist keine Maßanfertigung, es handelt sich um zusammengebastelte Europaletten. Man muss sich nur zu helfen wissen. Vor ein paar Jahren beschließt Jannik, seinen vermeintlichen Größennachteil in seinen Vorteil zu verwandeln. Er fängt an, Videos von sich zu drehen, in denen er humorvoll mit seiner Größe umgeht. 65.000 Abonnenten schauen sich regelmäßig an, wie Jannik seinen Alltag meistert. Und mit dem Erfolg seiner Videos steigt auch Janniks Selbstbewusstsein. Popularität auf der einen Seite, aber auch viele Probleme andererseits. Wie ist das, so groß zu sein? Heute wollen wir in Janniks Haut schlüpfen, um das herauszufinden. Unser Setup dafür? Eine Kamera direkt auf Augenhöhe, also ein Blick aus Janniks Subjektive. Und eine zweite Kamera ungefähr in Augenhöhe von normalgroßen Menschen. Wir testen die Kameras und drehen mit Jannik ein kurzes Video für seinen Kanal. Unsere eher kleine Redakteurin soll sein Fahrrad benutzen. Das ist ein bisschen wie, als würde ich auf einem Baum oder so hochklettern. Okay. Also nur raussetzen. Ja, okay, ich sitze. Wie krass dieses Video durch die Decke geht, sehen wir ganz zum Schluss. Wir begleiten Jannik bei der Arbeit. In einem kleinen Familienunternehmen macht er eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Moin, Benni. Moin. Moin. Die Aufträge sind hier. Hier ist das Ersatzteil. Jannik ist seit 2,5 Jahren im Betrieb dabei. Für den Chef war es anfangs eine große Umstellung, mit Janniks imposanter Erscheinung umzugehen. Mittlerweile ist Jannik unverzichtbar im Team. Wir haben mit Jannik ja einen großen Fang gemacht. Ne? Die Problematik ist, dass wir auch Keller haben, die teilweise nur so 1,70 hoch sind. Da versuche ich von der Auftragsaufteilung dann schon dafür zu sorgen, dass dann andere Kollegen mitfahren. Mit Ausbilder Helmer Wessels geht's los zum ersten Auftrag. Die Sicht scheint für Jannik sehr eingeschränkt, doch er kann das Auto theoretisch fahren. Aber mit dem Führerschein war es gar nicht so einfach. Damals in der Fahrschule haben sie für mich einen Fahrschulwagen umgebaut.
damit ich damit dann fahren kann. Also mittlerweile habe ich auch ein eigenes Auto, ja. Und ich kann mich halt nicht in jedes Auto setzen. Aber ich bin halt froh, dass ich überhaupt Auto fahren kann. Und habe da auch deswegen nicht so die hohen Ansprüche an Autos. So wie andere vielleicht in meinem Alter. Yanniks erster Auftrag heute, die Wartung einer Heizungsanlage, natürlich im Keller. Das bedeutet immer Kopf runter und bücken. Für Yannick nervig, aber für den Ausbilder manchmal von Vorteil. Manche Sachen ist gut. Wenn die Thermen sehr hoch hängen, brauche ich keine Leiter. Werde ich immer mitgeschickt. Alles, was hoch ist, wo man eine Leiter braucht, kommt eher so ran. Und das ist ja gut so. Für ihn ist ein Handicap, aber für uns ist es eigentlich ganz gut so. Bis jetzt hat Yannick noch keine körperlichen Beschwerden nach der Arbeit. Er passt sich den Bedingungen an. Ich habe Kniepolster in der Hose. Die ja, vereinfachen das halt alles ein bisschen. Auch zum Ausfüllen des Auftragszettels hat Yannick eine Idee. Mag ich aber Motorhaube. Wieso soll ich es auf der Motorhaube machen, wenn ich am Dach viel besser schreiben kann? Man muss sich eben irgendwie zu helfen wissen. Bei der Berufswahl stehen Yannick leider nicht alle Türen offen. Vor allem im Handwerk gibt es viele Jobs, die er aufgrund seiner Größe nicht dauerhaft ausüben kann. Mein Traumberuf war eigentlich damals Tischler. Aber dann haben viele gesagt, lass das lieber, weil aufgrund der Größe viele Maschinen, die sind ja meistens feste Maschinen in den Firmen. Und da ist einfach die Körpergröße halt unpassend, weil die ganzen Sägen alle viel zu niedrig sind von der Höhe. Yannick hat mittlerweile noch ganz andere berufliche Ambitionen. Morgen hat er ein Shooting für ein Modelabel. Ob das was für ihn ist, sehen wir später. Nach seiner 8-Stunden-Schicht ist endlich Feierabend. Wer viel arbeitet und 2,24 Meter groß ist, braucht viele Kalorien. Und aus dieser Perspektive haben wir einen Supermarkt bisher noch nicht gesehen. Ja klar, ich sehe halt die Kabel und ob es halt sauber oder dreckig oben drauf ist. Vielleicht nicht immer ganz so vorteilhaft, bisschen Staub. Und man darf da nicht drauf treten. Ist drauf abgebildet. Ganz normale Lebensmittel wirken in seiner Hand unwirklich, weil total winzig. Obwohl Yannick fast täglich hier einkauft, sind ihm die neugierigen Blicke der Kunden sicher. Mittlerweile ist er da aber abgehärtet. Doch wenn ein kleiner Fan kommt, um ihn um ein Foto zu bitten, na das ist auch für unseren Riesen was Besonderes. Doch Yannick wird nicht nur angestarrt, er wird auch um Hilfe gebeten. Produkte aus dem obersten Regal, da kommen viele nicht ran. Für unseren Hünen kein Problem. Doch auch für sich selbst hat seine Vogelperspektive viele Vorteile. Also ein kleiner, aber lustiger Vorteil an meiner Größe ist halt, ich könnte theoretisch einfach so ins andere Regal greifen und hätte mir den Weg gespart. Yay. Und ich habe halt alles im Überblick. Ne? Das ist halt auch so einer der Vorteile. Zum Beispiel, ich kann jetzt da hinten das Schild lesen, was da drauf steht, und muss nicht ewig suchen, zum Beispiel, wo was steht. Falls Yannick mal Hilfe benötigt, ist kein Mitarbeiter weit und breit zur Stelle. Den stellvertretenden Marktleiter Thomas etwa sieht er fast nie. Also natürlich, weil der eine Etage unter ihm arbeitet. Okay. Ich halt mehrmals die Woche einkaufen. Und ist natürlich auffällig, wenn man so groß ist. Und dann kommt man ins Gespräch. Ne? Du kannst halt überall hingucken, keine Ahnung. Du hast halt nie Probleme beim Konzert oder sowas. Okay, im Supermarkt ist es nicht schlecht, groß zu sein. Aber es gibt eine Sportart, da ist Größe alles. Genau, Basketball. Diese Chance hat auch Yannick erkannt. Also seit kurzem spiele ich auch Basketball bei den Hannover Dragon. Ich habe damals Handball gespielt, also schon mal im Ballsport. Und auch Fußball, wo ich jünger war. Also immer irgendwas mit Ballsport zu tun gehabt. Und jetzt dachte ich, komm, nutze ich mal meine Größe und probiere ich mal einen Basketball. Hannover! Klar, fast schon ein Klischee. Doch bei der Herrenmannschaft der Hannover Dragons kann der 2,24 Meter Hühne seine Größe voll ausnutzen. Schließlich ist er ganze 11 cm größer als die deutsche Basketballlegende Dirk Nowitzki. Also es ist auf jeden Fall ein Vorteil. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, you can't teach height. Also man kann nicht die Höhe beibringen, das ist kein Skill, sondern das ist halt irgendwie gegeben. Ich meine, nicht umsonst sind die ganzen Profispieler alle um die 2 Meter oder größer. An der Technik muss Yannick laut seinem Coach aber noch arbeiten. Größe ist hier definitiv nicht alles.
Ja gut, aber hat natürlich super Voraussetzungen. Wenn wir das Ganze noch so ein bisschen zusammenpacken mit den ganzen Basics vom Basketball. Genauigkeit, Basketball-IQ, das kann man nicht von jetzt auf heute haben, das wird kommen. Und dann wird er unterm Korb aufräumen. Ich glaube, wenn die Beweglichkeit irgendwann besser wird durch den Sport, weil man es ja auch immer mehr lernt und versteht, wie man sich bewegen muss, dann kann meine Größe schon ein Vorteil sein, weil ich komme ja auf Zehenspitzen an den Korb ran. Und zum Beispiel beim Rebound dann holen oder so, bin ich halt immer der, der die Hand halt am höchsten hat. Jannik bleibt beim Basketball definitiv weiter am Ball. Profi will er aber nicht werden. Es geht ihm vor allem um die Fitness. Und so hat er bereits 50 Kilo in den letzten 6 Monaten abgenommen. Früher verschlossen und gemobbt, jetzt offen und selbstbewusst. Was Jannik heute macht, wäre vor ein paar Jahren unmöglich gewesen. Hi. Hallo. Alles gut? Ja, und bei dir? Auch, ja. Ein Fotoshooting für ein Modelabel. Das Problem für alle großen Leute, die passende Kleidung zu finden. Auch der Sohn von Daniela Müller, Jaron, hat mit seinen 2 Metern die gleichen Probleme wie Jannik. Und dann war es meistens so, dass ihm Pullover zum Beispiel gefallen hat. Dann hat man den angezogen, in 2XL zum Beispiel, dann war er schon zu kurz. Dann haben wir dann eine Nummer größer gesucht. Meistens gibt es ja schon gar kein 3XL mehr. Und wenn man es dann gefunden hat, wurde es natürlich nur breiter, aber nicht länger. Deshalb hat sie kurzerhand ihr eigenes Startup für übergroße Klamotten gegründet. Über eine Fernsehshow ist sie auf Jannik aufmerksam geworden und hat ihn als Model für ihre Kollektion gewonnen. Doch seine Größe ist selbst für die Fotografin eine Herausforderung. Ich bin zu klein. Ich habe mir also vorher schon immer mit ihm unterhalten und denke ich, naja gut, die 25 cm größer wie Jaron jetzt, ne, ist ja jetzt auch nicht so viel. Und dann kommt er durch die Tür. Jo. Okay, ist doch viel. Nun hat Jannik keine Probleme mehr, passende Klamotten zu finden. Auch das Modeln macht ihm Spaß und gibt ihm mehr Selbstbewusstsein. Mittlerweile vor der Kamera stehen ist für mich eigentlich nichts Schlimmes mehr. Also ist nicht das erste Mal, wo ich das mache. Ich stand ja schon für andere Zeitungen oder halt, wie gesagt, schon im Live-Fernsehen. Und ich nehme es halt immer lockerer, ne? Von Mal zu Mal kommt die Erfahrung und man wird immer entspannter. Jannik genießt mittlerweile die Aufmerksamkeit und den Erfolg. Den hat er auf jeden Fall. Erinnern Sie sich an das Video, das er mit unserer Redakteurin aufgenommen hat? Das hat nach einer Woche mehr als 500.000 Klicks. Gratulation! Jannik hat nicht nur gelernt, mit seinem scheinbaren Handicap umzugehen, sondern macht es zu seinem Vorteil. Kleiner zu sein als 2,24 Meter ist für ihn keine Option mehr.